Um einen der besten Kaffees von Den Haag zu trinken, muss man sein Fahrrad nicht extra parken. Cappuccino? Ja. Hinten im Café befindet sich eine Werkstatt. Da wird das Fahrrad dann auch gleich repariert. Ja, dynamische Eigenschaften. Perfekt. Super. Ja? Ja, super. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. In den Niederlanden gibt es mehr Fahrräder als Einwohner. Man könnte meinen, zwei Räder hätte es schon immer gegeben. Tatsächlich ist dieses Idyll zwischen einem Volk und seinem Fahrzeug aber erst langsam gewachsen. Im Lauf des 20. Jahrhunderts. Und das Fahrrad wurde nicht etwa wegen der idealen Wege in diesem flachen Land zum beliebtesten Transportmittel. Vielmehr ist es gleichberechtigt und sozial, praktisch und ökologisch und verkörpert alle Werte der holländischen Gesellschaft als nationales und auch politisches Symbol. Für uns Holländer repräsentiert das Fahrrad Freiheit, die Möglichkeit, überall hinzufahren, wann immer man will. Deshalb erlauben wir unseren Kunden auch, die Räder reinzubringen. Das wirkt gastfreundlich. Im Leben eines holländischen Kindes gibt es zwei große Etappenziele. Kannst du laufen? Und später kannst du Rad fahren? Die Geschichte dieser Leidenschaft beginnt in Den Haag mit einem Werbekuh. 80 Jahre nach Erfindung der Draisine in Deutschland, als sich das Fahrrad langsam in begüterten Kreisen der europäischen Elite verbreitet, findet es hier ganz besondere Verbündete. Den Haag ist der Wohnsitz der Königsfamilie. Alle wichtigen Einrichtungen waren immer hier. Wie der königliche Nordeinde-Palast. Mit dem Fahrrad kommt man am besten vorwärts und man sieht alles. Die Königsfamilie hat Pionierarbeit geleistet und schon früh Fahrräder genutzt. 1897 hat die 17-jährige Königin Wilhelmina zum ersten Mal eines gesehen, in Wien. Sie war ganz begeistert, hat es geliebt, den Wind in den Haaren zu spüren und nach Belieben links oder rechts abzubiegen auf ihren Spaziergängen. Sie wollte dann ganz bald Rad fahren. Eine Sensation für die Presse. In keinem anderen Land fuhr eine Königin oder Kronprinzessin Fahrrad. Die Königinmutter sieht das nicht gern. Der Fortbestand der Dynastie hängt von der einzigen Erbin ab. Und Radfahren ist nicht nur gefährlich, es steht auch im Ruf, Frauen unfruchtbar zu machen. Doch Wilhelmina schert sich nicht um Verbote, sondern steigt bei jeder Gelegenheit aufs Rad und gibt ihre Leidenschaft sogar an ihre Tochter Juliana weiter. Im September 1937 waren Juliana und ihr Verlobter Prinz Bernhard auf einem Tandem zu sehen. Das ikonische Bild war perfekt, um den Bräutigam vorzustellen. Wir sind Holländer. Das Fahrrad ist unser Nationalsymbol. Die Niederlande sind erst 1813 Monarchie geworden. Und das Volk hat sich nur langsam daran gewöhnt, denn die Könige waren nicht gerade volksnah. Aber seit Königin Wilhelmina in der Öffentlichkeit Rad gefahren ist, hat sich die ganze Königsfamilie dem Volk angenähert. Das Rad wurde zum selbstverständlichen Fortbewegungsmittel. Es war eine Revolution für die Gesellschaft. Plötzlich waren alle gleichgestellt. Das hat uns einander näher gebracht. Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind Fahrräder noch nicht für jedermann erschwinglich. Im Vergleich zu Frankreich oder Deutschland werden die Niederlande spät industrialisiert.
Aber eine kleine Stadt mitten im Nirgendwo hilft dem Land wirtschaftlich in den Sattel. Die Wohnblöcke der Arbeiterstadt Dieren konzentrieren sich um ein Industriegebäude, Sitz eines Fahrradfabrikanten und offiziellen Lieferanten der königlichen Familie. Die Marke Gazelle, zu Deutsch Gazelle, ist nationales Aushängeschild und produziert hier fast 300.000 Räder pro Jahr. Alles beginnt mit einem gewissen Willem Kölling, der vom Briefträger zum Fahrradimporteur und schließlich zum Firmenchef wird. Wir waren Teil der ersten Fahrradrevolution der 1900er Jahre. Kölling wollte Fahrräder produzieren, um einer größtmöglichen Zahl von Leuten Zugang dazu zu ermöglichen. Ab 1905 haben er und die anderen Firmengründer ihre eigenen Räder in dieser Fabrik hergestellt. Dadurch wurden sie natürlich günstiger und immer mehr Menschen konnten sie sich leisten. Ab 1912 wird die neue Kultur des Fahrradfahrens mit großen Werbemaßnahmen unterstützt. Um vor allem auch Kinder anzusprechen, schafft man einen Comichelden namens Piet Pelle. Wir wollten das Fahrrad als Transportmittel für jeden Tag etablieren. In den 20er Jahren, vor der Krise 1929, hat es sich stark verbreitet. Nach der Krise noch mehr. Vor allem im Vergleich zum Auto, das für die meisten Leute zu teuer war. Und nach dem Krieg, in der Zeit des Wiederaufbaus, wurde das Rad zum Symbol für Freiheit. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wurden es immer mehr. Das sogenannte Hollandrad, das die Niederländer in Massen herstellen, hat ein sehr spezielles Design. Während in anderen Ländern nur auf Geschwindigkeit und die Konfektion von Rennrädern geachtet wird, baut man hierzulande ganz eigene Rahmen. Dieses Modell heißt Tour Populaire und hat einen niedrigen Rahmen. Es wurde in erster Linie für Pfarrer mit ihren langen Talaren und natürlich für Frauen entworfen. Die Handgriffe am Lenker sind zum Fahrer hingebogen, sodass man aufrecht sitzt. So überblickt man den Verkehr besser. Das ist sicherer und auch bequemer, weil kein Gewicht die Handgelenke belastet. Natürlich muss man stärker strampeln, denn der Windwiderstand ist höher. Aber Fahrradfahren wird so auch sozialer. Wenn man nebeneinander fährt, kann man sich unterhalten. Man tauscht Blicke mit anderen Radlern oder Fußgängern. Das ist der Inbegriff des Hollandrads. Ein geerdetes Modell, praktisch und solide, kurz, typisch holländisch. Jetzt regnet es, aber macht nichts. In Holland radelt man bei jedem Wetter. Nach dem Krieg, mit Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs, steht alles im Zeichen des Autos. Wiederaufbau und Urbanisierung erfolgen im Gedanken an dröhnende Motoren als Symbol des Fortschritts. Der Drahtesel verkörpert dagegen die Utopien einer Generation, die im Widerspruch zu dieser neuen Gesellschaft der Moderne steht. Der Museumsplatz in Amsterdam ist einer der größten Parks der Innenstadt. Ein grüner Ort, an dem man sich trifft. Das war aber nicht immer so. Lange verlief genau hier, wo wir stehen, eine breite Fahrstraße. Sie hieß die kürzeste Autobahn der Niederlande. Sie wurde für die Zukunft gebaut, denn die sollte den Autos gehören. Und so hätte es tatsächlich kommen können in Amsterdam. Doch die Rechnung wird ohne eine Handvoll unbeugsamer Radfahrer gemacht. In den 1960er Jahren, mitten im Vietnamkrieg, plädiert eine Gruppe von Anarchisten mit dem Namen Provo für ein neues Bewusstsein.
Das Auto erklären sie zum Symbol des bürgerlichen Kapitalismus, das alles niederwalzt, und stellen ihm das demokratische, ökologische Fahrrad gegenüber. Provo hatte die Idee vom Plan Weißes Fahrrad entwickelt. Hunderte, nein, tausende Räder wurden über die Stadt verteilt. Sie waren alle weiß. Und man konnte sie einfach nehmen, wenn man eines brauchte. Und sie abstellen, wo man wollte und wo jemand anders dann damit weiterfahren konnte. Ohne Schlösser, alles zur freien Verfügung. Ein sehr idealistischer und innovativer Plan. Mit Provo wurde das Fahrrad zum coolsten Transportmittel. Auf einmal war es Teil einer Revolution. 1969 beteiligen sich auch John Lennon und Yoko Ono an der Aktion. Anlässlich ihrer sehr medienwirksamen Flitterwochen für den Frieden in einem Amsterdamer Hotelzimmer. Das Fahrrad wird zu einer Ikone im Krieg der Bilder, der die 1970er Jahre bestimmt. Das Bevölkerungswachstum in den Städten lässt auch die Automobildichte explosionsartig und gefährlich anwachsen. Immer öfter kommt es zu Unfällen. Bei einem eindrucksvollen Sit-in auf dem Museumsplatz schlagen Verfechter des Fahrrads Alarm und erinnern an die Verkehrstoten. Das Bild hat eine Riesenwirkung entfaltet. Es war stark, schockierend und hat das Bewusstsein für die Sicherheit von Radlern in der Stadt geweckt. Der anhaltende Druck lastet zunehmend auf der Politik. Nach und nach passen sich die Städte an und weisen den Radfahrern ein eigenes Wegenetz zu. Allein in Amsterdam ist es 400 Kilometer lang. Aber selbst in den Niederlanden ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Die letzte Strecke, um die man sich gestritten hat, ist die symbolträchtige Passage durch das Rijksmuseum. Dieser Radweg ist einer der schönsten von Amsterdam. Mit einer super Atmosphäre und toller Akustik. Man meint, quer durch die Geschichte zu radeln. Als wäre der Weg selbst ein Teil der Museumssammlung. Das gute Stück wird 2013 im letzten Moment gerettet. Man wollte es einer Museumserweiterung opfern. Die Frage hat die Bürger von Amsterdam entzweit. Es gab einen Riesenkonflikt mit dramatischen Wendungen. Nach 10 Jahren Kampf mit immer neuen Plänen, Einsprüchen und Demonstrationen haben die Radfahrer gewonnen. In den Niederlanden war die Fahrradkultur immer bedeutend. Sie hatte eine entscheidende Größe. Daher werden Fahrradaktivisten im Unterschied zu anderen Ländern auch viel weniger politisiert oder als radikal angesehen. Dem Fahrradaktivismus ist es gelungen, mit dem Mainstream in Kontakt zu bleiben und nicht zur Subkultur zu werden.